Aktivieren Sie die dynamische Eingabe. Aktivieren Sie den Befehl Abschnitt der Hauptplatte Zeichnung. Aktivieren Sie den Befehl, um den ersten Punkt zu spezifizieren und der nächste Schritt einen numerischen Wert von der Tastatur einzugeben. In der Zusammenfassung Panel, Hauptfeld im Arbeitsbereich Zeichnung und Anmerkungen über die Befehlszeile zu aktivieren. Stellen Sie den Beginn der ersten und zweiten Verlängerungslinien an der Eingabeaufforderung den Buchstaben P und stellen Sie die Winkelgröße des Cursors, die Position der Maßlinie anzuzeigen.